Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. TuS Quickborn siegt über 1. FC Quickborn. Das CCU feiert große Eröffnung. 52. Trakehner Hengstmarkt an 4 Tagen. 27. Gewerbe- und Industrieschau in Wahlstedt. Und Wenkstern gewinnt ID-Vorauspreis. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Auto Wichert, Ihrem Partner für Audi und Volkswagen. Am 19. Oktober gab es im Holstenstadion in Quickborn eine sportliche Begegnung der besonderen Art. Der TuS Quickborn und der 1. FC Quickborn traten zum Fußballspiel des Jahres an. Zu sehen waren zwei hochmotivierte Teams, die vor einer vollen Zuschauertribüne mit viel Leidenschaft spielten. Insgesamt begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe und lieferten sich ein ausgeglichenes Match. Trotz der Dominanz des 1. FC Quickborn in der ersten Halbzeit konnte der TuS Quickborn in der zweiten Hälfte mit 2 Toren den Sieg sichern. Der Endstand von 2:0 wurde ausgelassen gefeiert. Die Fans beider Mannschaften konnten ein spannendes Spiel genießen und bejubelten sowohl die Gewinner als auch die Verlierer. Ganze 4 Tage konnten Pferdefreunde in den Holstenhallen den 52. Trakehner Hengstmarkt erleben. Der kleine Trakehner Galaabend am 17. Oktober war nur ein Highlight der gesamten Veranstaltung. An diesem Abend wurde die Jugendförderung der Vielseitigkeit vorgestellt. Aber auch der Franzose Jean-François Pignon zeigte die stille Sprache der Pferde. Wolfgang Lauenburg zeigte den Besuchern mit seinen Hunden eine witzige Show. Auf der Trakehner Galashow am Samstag, den 18. Oktober, wurde noch einmal die Elite vorgestellt und gekürt. Zum Abschluss der Galaabende folgte am Samstag die Aftershow-Party im Foyer Nord der Holstenhallen. Am 16. Oktober um Punkt 10 Uhr durchtrennte Bürgermeister Stefan Bauer das rote Band und eröffnete das neue Einkaufszentrum City Center Ulzburg an der Hamburger Straße in Hennstedt-Ulzburg. Das City Center bietet einen bunten Branchenmix aus Kaufland, C&A, Adler sowie Budnikowski, Kick, Ernstings Family und vielen weiteren bekannten Geschäften. Für die Besucher stehen in der Tiefgarage 300 Parkplätze bereit. Also zunächst mal ist der Ortskern von insbesondere ja auch Ulzburg ist in den vergangenen Jahren doch eher unterrepräsentiert gewesen und auch nicht so ausgeprägt gewesen, wie er hätte sein können. Insbesondere durch Baustellen und auch durch das alte Einkaufszentrum, was ja nicht nur überholt war, sondern zum Schluss auch nicht mehr zwingend den Ortskern verschönert hat. Als solches ist jetzt auf jeden Fall mit dem CCU jetzt hier etwas entstanden, wo man möglicherweise in der Bauphase noch dran zweifeln mochte. Aber insgesamt der gesamte Eindruck, sowohl vom Äußeren, auch was sowohl die Höhe der Architektur angeht, als auch jetzt, wo man sich einfach drin aufhält, es ist eine ganz tolle Bereicherung mit Café, mit dort auch Gastronomie, mit all den Dingen, die auch hier dazugehören. Und als solches freue ich mich einfach, dass dies hier jetzt so entstanden ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass es ein Magnet sein wird, insbesondere im Ulzburger Ortskern. Ja, ich bin sehr überrascht, wie voll es doch eigentlich geworden ist. Heute Morgen sah es ja nicht ganz so aus, aber auf einmal ist das Center voll. Und es freut mich natürlich auch, dass mein Laden natürlich auch schön besucht wird. Wir suchen ganz dringend also eine Filialleiterin, wir suchen auch Teilzeitkräfte und auch Aushilfen. Weil leider hat sich bis jetzt noch nicht so viel bei uns beworben. Ich hoffe, dass sich heute noch einige bei uns melden würden. Die Beteiligten und Besucher der ersten Tage sind sich einig. Das CCU ist eine Bereicherung für Hennstedt-Ulzburg. Parken habe ich nämlich festgestellt. Also viel Spaß, vielen Dank an die Herren für die Eröffnung für die City Center Ulzburg und einen schönen ersten Tag hier im Center. Dankeschön. 10-mal Kompetenz vor Ort in Schleswig-Holstein. Bei LZ Automobile erhalten Kunden alles von A wie Auto bis Z wie Zubehör.
Eine freundliche, kompetente und individuelle Beratung ist für die Automobilprofis selbstverständlich. Bereits seit 2001 veranstaltet Norderstedt Marketing e.V. die Veranstaltungsreihe Abend der Norderstedter Wirtschaft mit namhaften Referenten wie beispielsweise Friedrich Nowotny, Dr. Peter Scholl-Latour, Dr. Markus Merck oder Wolfgang Grupp. Das Thema in diesem Jahr lautete Schöne digitale Welt. Dabei traf der Podcaster Philipp Riederle aus der Generation Y auf Michael H. Spreng, Politblogger, Journalist und Medien- und Politikberater. Gut, hier trifft ja gewissermaßen ein Vertreter der jungen Medien auf einen Vertreter der alten Medien, ja, der Internetaktivist gegen den alten Printjournalisten. Aber die Diskussion wird zeigen, dass das sich vermischt. Ja, der eine ist auch im Internet und der andere liest auch Zeitung. Also insofern, man muss eben alle Medien wahrnehmen und alle nutzen für die eigene Information und Kommunikation und eben nicht nur auf eins setzen. Ich möchte heute Abend darüber sprechen, wie nimmt denn meine Generation die digitalen Ureinwohner, wie nehmen wir eigentlich so dieses ganze digitale Thema wahr? Zerbrechen wir uns da auch so den Kopf darüber, wie all diejenigen aus unserer Eltern- oder Großelterngeneration, oder ist es für uns ganz normaler Teil unseres Alltags? Denken wir gar nicht mehr darüber nach. Und dann möchte ich so auch ein bisschen daraus dann ableiten, was bedeutet das an Veränderung für die Wirtschaft, für unser Einkaufsverhalten, für unser Verhalten als Mitarbeiter? Da verändert sich nämlich momentan ziemlich viel. Thema für den heutigen Abend ist ja schöne digitale Welt, aber mit einem Fragezeichen versehen, weil man das kann man immer von zwei Seiten sehen. Und ich glaube, wir haben da zwei Gäste, die jetzt sag mal nicht nur einen Altersunterschied haben und vielleicht von da heraus schon unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Wir haben da, glaube ich, auch polarisierende Meinungen. Und das ist es, glaube ich, auch mal wert, so zu beleuchten, dieses Thema. Das ist ja aktueller denn je. Im Grunde haben Sie es gesagt, jung trifft alt. Die Betrachtung, wie entwickelt sich die Welt, wie sehen junge, aufstrebende und erfahrene, gesettelte Unternehmer, Geschäftsleute, Visionäre eigentlich unsere Zukunft. Und aus diesem Dialog heraus für sich selber Konsequenzen möglicherweise abzuleiten bzw. zu überlegen, was könnte das für mich bedeuten? Ich glaube, das ist heute Abend das Thema. Stefan Witt, der erste Vorsitzende von Norderstedt Marketing e.V., gab eine Übersicht über die Projekte des vergangenen Jahres und einen Ausblick auf das erste Norderstedt Marketing Forum im November. Das Unternehmen Wenkstein aus Norderstedt durfte sich über den Idee-Vorauspreis 2014 freuen. Traditionell waren alle nach der Podiumsdiskussion zu einem gemeinsamen Gala-Buffet eingeladen. Hier hatten Gäste noch die Gelegenheit zum Austausch mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Verwaltung. Die 27. Gewerbe- und Industrieschau Wahlstedt lockte zahlreiche Besucher in die Paul-Du-Jensen-Schule. Insgesamt 80 Aussteller und Vereine trugen zum Gelingen der beliebten Verbrauchermesse bei. Ich, für die Unternehmen bin ich Ansprechpartner zunächst mal in der Verwaltung sozusagen. Ich bin also die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Und die können sich eigentlich mit jedem Anliegen an mich wenden. Und ich werde eben versuchen, das entsprechend in der Verwaltung zu bearbeiten und wieder herauszugeben, so als One-Stop-Shop sozusagen. Das ist meine Aufgabe und ich bin, ja, wie gesagt, Bestandsbetreuer. Ich kümmere mich um die Firmen vor Ort. Ich kümmere mich aber auch darum, dass eben neue hinzukommen. Deswegen betreibe ich auch Standortmarketing und kümmere mich um das Thema Gewerbeflächenvermarktung. Das sind so die drei wesentlichen Bereiche, die ich dann eben backe als Wirtschaftsförderer, wobei eben die Bestandsbetreuung ein großes Feld einnimmt. Da gibt es natürlich auch Veranstaltungen, die ich dann mache für Unternehmen zu speziellen Themen, die relevant sind, sei es Fachkräftemangel, sei es Einzelhandel, der Internethandel als Konkurrenz und solche Themen werden eben aufgegriffen und mit speziellen Veranstaltungen dann eben besprochen. Ich bin zuständig für den Raum, für das Mittelzentrum Bad Segeberg-Wahlstedt. Und darüber hinaus gibt es auch noch in diesem Zweckverband zwei Kommunen, Fahnenkrug und Schackendorf. Das heißt, insgesamt bin ich für vier Kommunen zuständig. Ein weiteres Highlight, bevor die ersten Besucherströme die Messe erreichten, war die Taufe eines Fahrzeuges des Wegezweckverbandes auf den Namen Wahlstedt. Stadtmagazin TV, Termine.
Am 30. Oktober startet die emotionale und mitreißende Musikshow Men in Black in der Tribüne Norderstedt. Mehr ist mehr Comedy mit Emmy und Wilnowski am 31. Oktober im Margaretenhof. Brahms Liebeslieder werden vom Bach-Ensemble der CAU zu Kiel am 1. November im Kulturwerk am See gespielt. Das Symphonische Blasorchester Norderstedt präsentiert das Herbstkonzert Auf zu neuen Ufern am 8. November in der Tribüne Norderstedt. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Vom 30. bis 1. November lohnt sich ein Besuch der Holsteiner Pferdetage. Am 2. November verzaubert das Konzert des Holsteinischen Kammerorchesters im Festsaal der Stadthalle. Zur Rinderauktion geht es am 6. November in der Auktionshalle der Holstenhallen. Am 8. und 9. November findet die Messe Gesund und aktiv Schleswig-Holstein statt. Und hier kommen die Schlagzeilen. Die Schönklinik in Bad Bramstedt zählt zu den besten Kliniken Deutschlands. Beim TuS Quickborn gibt es mit Luzi Grotke nun eine Weltmeisterin im Jiu-Jitsu. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Auto Wichert, Ihrem Partner für Audi und Volkswagen.